Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play The Tenants. Wir sind immer noch in unserem neuen Stadtteil, die Vorstadt, haben immer noch die Aufgabe, einen Mietvertrag höher als 10.000 Schleifen zu unterschreiben. Heißt, das werden wir im alten Viertel wohl nicht hinkriegen, weil da die Mietpreise deutlich geringer sind. Heißt, wir brauchen hier ein Objekt und dafür brauchen wir erstmal massenhaft Geld. Die Frage ist nur, wollen wir uns... Oh, warum ist denn hier... Oh, warte mal. Boring Lane. Hm. Warum machen wir da Miese? Da muss ich dann doch nochmal kurz zurückschauen. Weil dass wir da einfach etwas haben, was uns einfach nur Geld kostet, das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Ach, da wurde mal wieder nicht nachverhandelt. Ja, schön. Dann machen wir Tag der offenen Tür, übers Radio. Dann schauen wir mal, wem es hier gefällt. Warte mal, du hattest ja eine recht... Meine Meinung ist bisher nur gut, okay. Moment, was war das für eine Nachricht? Nicht, dass ich da wieder was nicht mitbekomme. Geld, Geld, Geld. Na, kommen wir irgendwo mal über gut hinaus? Ich glaube nicht. Wartet mal kurz. Dann schauen wir mal eben, wer hat das meiste Geld auf dem Konto? Ich glaube, die Dame. Fangen wir beim Maximum an. Ja, gut, komm. So, damit dürfen wir jetzt wieder besser dastehen. Ich schaue nochmal, diese Übersicht, die kriegen wir, glaube ich, nur, wenn wir in einem Stadtteil, in einem anderen Stadtteil sind. Oder haben wir das über den Makler? Wir haben doch gerade oben auf das Dollarzeichen, auf die Finanzen geklickt. Und darüber hatten wir doch die Übersicht, meine ich, oder? Ach, das ist schon wieder so lange her. Sage und schreibe ein, zwei Minuten. So. Geht doch. Jetzt haben wir auch überall ein Plus. So, dafür schicken wir natürlich einen Profi. So, ich will mal kurz bei der Bank gucken. Boah, 250.000. Aber wir könnten auch das Darlehen hier grundsätzlich mal früher abbezahlen. Wenn wir irgendwann mal die Kohle dafür hätten. So, hier gibt es 9.200. Den nehmen wir doch mal sehr gerne an, den Auftrag. So, Onkelchen, dann gib mal Gas. Also ich mache die Reihenfolge anders, das macht ja keinen Sinn, wenn er hier ständig im Zickzack läuft. Das dauert dann ja nur ewig. Also warte mal, was ist das denn überhaupt? Ich habe da jetzt gar nicht genau hingeguckt. Ich glaube, diesen Tisch haben wir so noch gar nicht. Ach, da hinten ist ja noch was. So, dann nehmen wir dich mal auseinander. So, und raus hier. Damit wir drauf losrenovieren können.
So, wir brauchen einen Garten, ein Wohnzimmer und das war's. Okay. Dann frage ich mich, warum dieser Raum hier abgetrennt ist. Das könnten wir uns ja klemmen. Gut, fangen wir an mit der Gartendekoration. Zwei Delfine. So, Statuen. Oh Gott, ich habe nur diese eine Statue. Ja, dann machen wir es anders. Wir verkaufen dich im Sinne von Gartendeko und machen dafür noch den anderen Brunnen dahin. Weil wenn wir nur eine Statue haben, ist das ein bisschen witzlos. So, Garten steht. Dann erstmal reißen wir die Wände hier ein. Da wir ja eh nur ein Zimmer haben. So, Fußboden. Blau oder grau? Was? Nee. Ach, das war bei Wände so Stein oder Laminat. Na, da hier Tannenstangen sind, denke ich mal, ist es angenehmer auf Laminat. Wand nehmen wir schon blau. So, Tannenstangen. Eins, zwei und drei. Na, das ist ja nicht ganz perfekt beieinander. So. Sofa. So. Sessel. Also, guck mal, ich muss kurz an meiner Maus was gucken. Da, ihr habt ja gesehen, das wackelt so doof. Da war wohl ein Haar dran oder so. Und ein paar kleine Tischchen. So, Wanddekoration und Wandlampe ist gewünscht. Was ist das denn? Ein graues Eulenplüschtier, süß. So, Wandglühbirnen, zack. Ups, da bin ich jetzt aber ein bisschen weggerutscht. So, wie sieht's aus von der Bewertung? Da muss aber noch deutlich mehr Deko hin. So, was machen wir noch Schönes? Ein paar Gemälde vielleicht? Ja, guck, das sieht doch super aus. Moment, welche Anforderungen fehlt denn? Ach, jetzt fehlt doch noch eine Statue im... Warum fehlt jetzt auf einmal eine Statue im Garten? Gut, gibt's noch einen Delfin. Kein Problem, haben wir. So, jetzt aber. Dann schauen wir doch mal, wie deine Bewertung aussieht. Derweil haben wir noch einen anderen. Ne, wir nehmen dann den Babysitter-Job. War es nur gut? Ich glaube, es hackt. Ich will trotzdem 5 Sterne. Wehe, wenn nicht. Dann werde ich richtig sauer. Ja, geht doch. Gut, Fußboden. Hätte was Schöneres sein können, aber naja, egal. So, was haben wir denn noch Schönes? Mit Tag der offenen Tür, da tue ich mich ein bisschen schwer. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir hier den Renovierungsauftrag lieber. Ja, fangen wir da an. So.
Budget haben wir jetzt nicht gerade für eine komplette Wohnung, also müssen wir schon haushalten. So, und raus mit dir. Dann starten wir mal mit der Renovierung. Wir brauchen ein Wartezimmer, ein Büro und ein Badezimmer. Zwei Badezimmer sogar. Das ist ja Käse. Dann machen wir das mal so. Machen... hier die beiden Badezimmer hin. So, gucken wir erstmal danach. Also. Beide wollen Laminat. So, gelbe Wände. Ich nehme jetzt nicht das allerteuerste. So, Klobürste, komm her. Oh, wobei, wir müssten den Raum doch gar nicht so groß machen. Ich Blitzbirne. Warte mal, wie groß muss denn das Wartezimmer sein? Ja, doch, das kriegen wir platztechnisch hin, glaube ich. So, dann erstmal hier Hartholz. Braune Wände. So, da schicken wir natürlich einen Profi. So, Sofas. Zwei Stück. Weil, warte mal, den... ah, doch, den nehmen wir. So, Motivationsposter, zack, Läufer. Eine große Pflanze. Hätten wir dich auch. So, Schreibtisch. Bürostuhl. Sofa. Stuhl. Achso, ich sollte vielleicht auch mal hier Boden. Linoleum, Wände blau. Regal. Ich muss gerade ein bisschen das Budget im Auge behalten, weil ein paar Sachen brauchen wir leider noch. Motivationsposter sind ja Gott sei Dank halbwegs günstig. Gemälde, nehmen wir dich. Noch eine große Pflanze. Zack. So, die Wanduhr brauchen wir noch. Ja. Komm, ein bisschen was können wir hier noch in die Deko stecken. Wir haben eh nicht mehr viel Geld, aber da geht noch was, denke ich. So, ja, Vertrag bitte verlängern. Und ich würde sagen, mit 31 Schleifen lässt sich eh nicht mehr viel reißen. Wir beenden diesen Auftrag an der Stelle. ...5920, Alter, fast 300 weniger. Was stimmt denn nicht mit dir, Fräulein? Mieter 7, Moment, warum habe ich nur 7 von 8 Mietern? Muss ich gleich nochmal schauen.
Jawohl, 5 Sterne und 5000 Schleifen. So, wollen wir mal eben unser Bankdarlehen frühzeitig abbezahlen? Ja, möchte ich, dann haben wir es nämlich von den Hacken. So, wir warten noch, bis wir hier mit einem Babysitten. Ja, da kommt nämlich gerade was. Da schicken wir auf jeden Fall einen Profi. So. 10.461. Geht doch schon mal in die richtige Richtung. Moment, hier. Ach, hier ist noch ein Zimmer frei. Da passen 3 rein. Ja, Moment. Da möchte ich dann jetzt doch mal hin, nachdem wir uns die Bewertung angeschaut haben. Natürlich 5 Sterne. Was auch sonst. So, dieses Ruckeln, das ist, wie gesagt, glaube ich, dem geschuldet, dass wir mit einer vermeintlich älteren Version spielen. So. Also du findest es schon mal gut. Du findest es nur zufriedenstellend. Naja. Zufriedenstellend. Könnte es nicht einfach mal so toll finden. Na komm, weißt du was, wir nehmen jetzt dich. Fangen wir hoch an. Kommen dir entgegen. So, und das nehmen wir dann jetzt. Zack. Sehr schön. Und neue Gegenstände. Was haben wir da? Wir haben einen klassischen runden Spiegel. Wir haben den John-Gartenzwerg. Wir haben einen großen Verbandskasten. Den Zizza-Handtuchhalter. Den Alabastertisch. Sträucherzaun. Die Barkbank. Graue runde Fliesen. Eingezäunte Sträucher als Busch, als Wandschrank das Pearl-Wandeckenregal und die Schubkarre mit blauen Blumen. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal wieder zurück in die Vorstadt. Ich bin halt echt unschlüssig, was mehr bringt. Ob ich jetzt mehr Wohnung in den Slums kaufen soll, um kurzfristiger mehr Mieter zu kriegen. Oder ob ich eher sparen soll, um dann hier im neuen Stadtteil in der Vorstadt entsprechend voranzukommen. Jetzt hängt es gerade ein wenig. So, geht doch. Dann bin ich gerade ein wenig unschlüssig. Wir nehmen noch einen Babysit-Auftrag an. Und ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Moment, du machst eben noch hier die Vertragsverlängerung. So, jetzt aber kleiner Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.